Neuen Video. Mein Name ist Luisa. Mein Zoe macht gerade einen TikTok, also fragt nicht. Und die Nancy Castleford hat mich gerade getroffen und meint so: Hey, ist das nicht die YouTuberin? Und ja, das bin ich. Okay, dann werde ich mich jetzt mal einloggen, vor allem anmelden. Und heute habe ich übrigens das CT-Outfit an. Eigentlich für den Lusitano, wo bald auch ein Kaufvideo von kommen wird, wo ich mich auch riesig drauf freuen werde, da ich mir mit Zoe und Lena den Isländer kaufen werde, wo wir eine Abstimmung gemacht hatten. Was für eine Abstimmung? Auf TikTok, falls ihr wissen wollt, wie wir heißen. Ich heiße SSO Horse Sisters, zusammengeschrieben. Dann findet ihr mich ganz einfach. Mein Profilbild ist dasselbe wie auf YouTube. Oh, hallo Leonie. Hi, Time. Sie hat mich auch schon abonniert. Nochmal Dankeschön an dich. Ja, ihr könnt auch gerne mal abonnieren und die Glocke aktivieren. Das würde mich auch super freuen. Ein Däumchen hoch da lassen. So, ich fange schon an zu lachen. Was ist los? Machen. Also schaut dringend auf meinem Account vorbei. Möchtest du auch sagen, welche Pferde du nimmst? Ja, und zwar stimme ich ab zwischen den Lusitano einmal aus der App und einmal aus Fort Pinter. Und dann stimme ich nochmal ab aus der App und aus Steve's Farm. Und dann gucke ich von der App und vom Pearl, welches ich nehme. Jetzt musst du mir aber noch mal kurz helfen, wie ich das mache, Also dass ich dort die beiden Bilder in einem. Oh Gott, ich kriege hier voll die vielen. Lila, Sweetie. Man. Oh Gott, wo ist denn sie? Wo ist sie denn? Oh Gott. Egal. So. Also ich würde das, glaube ich, so machen, so erstmal zwischen zwei und der gewonnen hat, den duellierst du nochmal mit dem anderen von Steve's Farm. Ja, mache ich ja. Aber wie kriege ich die beiden ein Bild? Kriegst du nicht hin, krieg ich auch nicht hin, weiß nicht, wie das geht. Oh Gott, bin ich behindert. Ich habe gerade voll Bock auf Musik. Oh nein, jetzt brauche ich Musik. So, Hilfe. Moment. Wait. Oha, Lara Toadhawk ist irgendwie immer da bei mir. Okay, one moment. Wie hast du das gemacht? Bilder genommen. Einfach mal die Mitte. Ich mach gerade Happy Birthday an. Okay, Oh nein. nein. Was denn? Ja, ich habe jetzt das erste gemacht. Da werde ich dann jetzt versuchen, ein. Ihr hättet mich eben vor der Aufnahme sehen sollen, da ist mir mein Stuhl weggerutscht und dann bin ich voll auf den Arsch geknallt. Es läuft gerade Happy Birthday, also falls ihr euch noch irgendwas bei mir fragt. Übrigens, falls ihr wollt, dass wenn jemand Geburtstag hat, dass wir dann davon Videos machen, das heißt, wenn Zoe Geburtstag hat und so. Dann schreibt doch gerne in die Kommis. One moment. Yay! Eine altbekannte ist da. So. Okay, ich brauche Remixe. Was ist das? Ich kenne das Lied nicht. Wie hast du dort die Bilder eingesetzt? Du musst auf Effekte gehen. Effekte? Ja. Und Moment. Ich muss selbst mal auf TikTok gehen. Freunde, es könnte jetzt was laut werden.
Oh, Musik. Oh Gott. Sorry, Leute. Also, du machst ein kurzes Video. Ah, nee, warte, du musst vor dem Video auf Effekte gehen. Wie vor dem Video? Ja, und dann, ja, bevor du musst, wenn das Video anfängt, musst du auf Effekte gehen, also bevor das Video anfängt, bevor du das Video machst, musst du auf Effekte gehen. Und dann ist da so ein grüner Hintergrund mit einem Bild, wo ein Pfeil nach unten zeigt. Ja, ach so. Und dann kannst du da Bilder einfügen. Ich bin ultra lang kein Championat mehr mitgegangen, also kein Hate, bitte, Leute. Ah, warum bin ich hier denn jetzt nicht gesprungen? Übrigens, vertraut den Leuten nicht, die sagen, wenn Chat offen ist, dann ist man viel schneller. Ist nicht richtig. Oder soll ich das mal ausprobieren, Zoe, mit Chat offen? Ja, mach mal, probier mal aus. Oh Gott, was mache ich denn? Also ich stimme jetzt als erstes ab zwischen dem Visitano aus der App. Ja. Und einmal mit dem Lusitano aus Fort Pinta. Okay. Shit, da sieht man nicht das ganze Köpflein. Das ist nicht schlimm, dass man nicht das Ganze sieht. Du kannst ja auch immer, wenn du auf Stopp machst, kannst du immer wieder neue raussuchen, die du gern hättest. Also das ist dann gar kein Problem. Ja, das muss ich nochmal machen. Obwohl ich den einen Lusitano von Fort Pinta, von Steve's Farm, diesen goldigen mit der weißen Mähne voll schön finde. Ja, du kannst ja erst eine Abstimmung machen von dem aus der App und dem Pearl und der Gewinner wird dann nochmal gegen den von Steve's Farm duelliert. Was ist daran so schlimm? Ja, aber ich finde zwei auf Steve's Farm voll süß. Ja, dann kannst du erstmal die duellieren und danach nochmal die aus Steve's Farm oder wie auch immer. Ich nehme den Pearl nicht, ich nehme diesen hier, der ist viel besser. Welchen aus Steve's Farm? Welche beiden nimmst du denn aus Steve's Farm? Diesen weiß, braun-weißen. Den Bugskin? Ja. Und welche noch? Und gar keine von Steve's Farm mehr. So, Freunde. Friends! Das dauert dann noch ein bisschen. Okay, nebenbei können wir ja auch nochmal einen TikTok machen. Hi Freunde, mein neues Video kommt gleich online vom Jahrwerkstall-Championat. Ja, würde mich freuen, oder würde uns beziehungsweise freuen, oh Gott, mein Deutsch heute, beziehungsweise würde es uns freuen, wenn ihr es euch angucken würdet. Hab euch lieb! Okay, herzlichen Glückwunsch an Therese Whistlewill, an Lola Softrider, an Autumn Humming, Ride, mein Video kommt gleich online. Irgendwas. Sorry, wenn ich es nicht aussprechen kann. Und Adriana Emerald Sand, Hayden Potato Bell, Christine Noble Bell und Jasmin Mystery Feather. Ihr schafft es das nächste Mal. So, dann würde ich sagen, gehen wir uns mal den Preis abholen. Haha. Es geht auch viele Speedbugs wieder rum und alles, was ich einfach nicht cool finde. Ich hab voll die Pickel am Kinn. Ich hab voll den Pickel am Kinn, Zoe. Ich auch, ich hab voll viele Pickel. Ich hab voll den fetten Pickel. Okay, ich hab jetzt abstimmen lassen zwischen Lusitano aus der App. Und Lusitano, ey! Okay, Leute, das war's auch mit dem Video. Bis dann, ciao!